Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schoki Banuki Daily, eure ordentliche Portion Angeberwissen. Warum sage ich eigentlich immer ordentlich? Weiß ich auch nicht, warum du ordentlich sagst. Ich bin halt ein sehr ordentlicher Mensch. Ja. Heute wieder mit dabei der Sascha und ich, der Pujan. Genau, und wir haben ein Geburtstagskind mitgebracht, Sascha. Am 28. August ist wer Geburtstagskind? Am 28. August 1969 erblickte das Licht der Welt Mr. Jason Priestley. Kennst du Jason Priestley? Ist das der von Beverly Hills 90210? Ja, ganz hervorragend. Der ist Jason Bradford Priestley, ist ein kanadischer, US-amerikanischer Schauspieler und spielte in den 90ern tatsächlich die Hauptrolle des Brandon Walsh in in 9 von 10 Staffeln der TV-Serie Beverly Hills. 10 Staffeln waren das? 210, ja. Das Ach du klar. Scheiße! Genau. Echt? Ich dachte, das war irgendwie mal so ein kurzes Ding da. Mm-mm. 10 Staffeln. 10 Staffeln. Hammer. Am 28. August wurde auch jemand Straßenweltmeister der Radprofis, Rudi Altig. Halt mich, Altig. Nee, pass auf. Weißt du, wie ich das erste Mal mit Rudi Altig eigentlich in Kontakt kam? Also, dass es diesen Namen überhaupt gibt? Hm? Bei einem Louis Defenet-Film. Bei einer Revolution ist es so, wie bei einem Fahrrad. Wenn man nicht in die Pedale tritt, fällt es um. Kennst du diesen Spruch? Nein. Das ist bei Louis Defenet. Die Abenteuer des Rabbi Jakob, sagt dann irgendwie einer. Und dann sagt der Louis Defenet, der sich ja versteckt hat und das mithört, sagt so, oh, Rudi Altig. Und dann sagt irgendwie der eine Gangster, sagt so, nee, Che Guevara. Ach du Scheiße. Nee, kennst du nicht? Nee, Che Guevara. Ja, okay. Jedenfalls habe ich das erste Mal da als Kind Rudi Altig vernommen. Wunderbar. Ja, wenn man die Abenteuer des Rabbi Jakob sieht, dann weiß man genau, welche Szene das ist. Ist doch egal. In diesem Kaugummi, in dieser Kaugummifabrik. Der Film war schon alt, als es VHS-Kassetten gab. Ja, genau. Am 28. August 1898 gab es ein Renaming-Prozess. Oh yeah. Hier, jedes Mal, wenn ich Englisch spreche, machen wir diese Pose. Warum ist das so? Ich mache das nicht. Ja. Wahrscheinlich, weil wir uns vorstellen. Mach mal deinen Renaming-Prozess hier. Renaming-Prozess, exactly. Und zwar an diesem Tag 1898 hat der Apotheker Caleb Bradham das von ihm erfundene Getränk umbenannt in Coca-Cola. Nee. Mhm. Und wie hieß es vorher? Vorher hieß es Brad's Drink. Ach so, Brad's Drink, also nach ihm benannt. Mhm. Und jetzt heißt es Coca-Cola. Naja, gut. Ja, stell dir mal vor, die Jingles heute. Always Brad's Drink. Ja, oder der The Real Brad Drink. Brad's Drink Weihnachtsmann. Zero. Oder Brad Drink Zero. Brad's Drink Light. Würde Manuel Neuer Werbung für Brad's Drink machen? Sherry Brad's Drink. Brad's Drink Crystal. Ja. Da gab es schon eine ganze Menge Brad's Drinks. Aber wirklich Brad's Drinks, du kannst genau. Da irgendwie sagen. Ja, gut. Wusstest du eigentlich, dass früher tatsächlich Coca, also die Pflanze, Bestandteil dieses Rezeptes war, der Rezeptur war? Ja. Wusstest du. Daher auch der Name Coca-Cola. Richtig. Was ist das? So, Lucia. Wie fass auf? Wir sehen uns morgen wieder. 29. August morgen. Genau, ohne mich, ich komme erst in ein paar Tagen wieder. Ja. So will es die Natur. Ich esse mal hier von den Pizzasticks weiter. Hört man gar nicht im Mikro. 29. August heute, morgen. Ist egal. Cheerio, Miss Sophie. Tschö.